30 Grad, eine warme Brise und Familie Handrika ist von Berlin-Spandau aufs Tempelhofer Feld gekommen. Sie picknicken, bis die Ärzte kommen. Für den 7-jährigen Oliver ein ganz besonderer Tag. Das ist mein erstes Konzert. Und das wollen sie zusammen feiern. Ganz bewusst, kostenlos und auf Abstand. Drinnen ist halt keine Sitzmöglichkeiten. Es ist komplett nur Beton und man hat ja trotzdem eine Hammeraussicht. Wem es nicht reicht, Zaungast zu sein, der hat versucht, einen Platz in der allerersten Reihe zu ergattern, schon morgens. Für ein Ticket für über 80 Euro geht es unter 60.000 Ärzte-Ultras. Ihnen ist keine Strapaze zu viel. Seit wann seid ihr hier? Seit 6:30 früh. Wart ihr die Ersten? Nee. Jetzt seit 2018 sind wir eigentlich regelmäßig auf Konzerten, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie viele. Also jetzt noch unter 50 bestimmt, also so viele jetzt auch nicht. Wir sind alle Tage dabei, also alle 3 Tage. Wir haben einfach mega Bock und reißen die Hütte ab. 3 Tage, also Freitag, Samstag, Sonntag, schallen die Ärzte übers Feld. Damit Anwohner diesmal weniger gestört sind, wollen die Veranstalter eng mit den Behörden zusammengearbeitet haben. Für das Gelände gibt es ein ausgefeiltes Soundkonzept, welches sicherstellt, dass sich die Veranstaltungen im genehmigten Rahmen bewegen. Dass es rüberschallt, wird die hunderten Picknicker zumindest nur freuen. Was halten die Mittickets eigentlich von den Schaugästen? Wir werden vorne an der Bühne stehen. Wir sehen die Band hautnah. Ja, ich sag mal, die Fläche bietet wirklich Platz, aber nee, drin ist besser. In Sichtweite ist Familie Handrik heute gerade hautnah genug. Opa, Mama, Enkel tanzen. Mega. Ist toll. Also, es macht Spaß. So sieht es offensichtlich auch Oliver, der eine besonders gute Aussicht hat.